Einen riesengroßen Applaus bitte für Faisal. Hello guys, such a pleasure being here. Das ist mein großer Bruder. Ich bin immer für dich da. Alright Leute, wir sind hier an einem ganz, ganz besonderen Stand. Erklär uns mal kurz, was jetzt hier passieren wird. Patrick, Schwager. Du kriegst jetzt eine Spezialität, die ist so ein bisschen abgedreht, das ist Feuerbahn nennt sich das. Im Prinzip Bahn ist einfach nur dieses Kaublatt, ein bisschen Süßkram drin. Wir zünden dir das an und dann geht's rein in die Luke. Krass. Und dann gucken wir mal. Macht das irgendwie high oder so? Nee, können wir machen. Willst du? Es gibt Sachen, die high machen? Es geht, das wäre möglich. Kriegt ja bestimmt hin. Also welcher und welcher, oder? Der nickt einfach. Da wird der zubereitet. Ich hätte so Seife gegessen. Crazy. Willst du auch mal mit? Komm, probier auch mal. Komm, mach noch. Let's do it. Mal gucken, wie es schmeckt. Ich hab das auch noch nie probiert, aber es sieht sehr interessant aus. Abed, großer Bruder. Das ist unbedingt lecker, ne? Also, super schmeckt das jetzt nicht, aber es hat auf jeden Fall einen interessanten Touch und riecht auch so ein bisschen nach Indien. Geschmacklich gesehen, wenn man das überhaupt so sagen kann. Es soll gesund sein und ich mag nicht unbedingt gesunde Sachen. In diesem Sinne, peace out. Komm, das Trick ist, du darfst nicht aufbeißen. Ja, ja. Wir sind gerade einfach in die Straße marschiert. Wir haben überlebt. Deutschland hat schon 4 Anzeigen am Eis. Was viele ja über mich nicht wissen, ist, dass ich indische Familie habe. Und wie es der Zufall so will, ist mein Bruder mit seiner Frau, unserem kleinen Sohn, aktuell auch hier in Delhi. Und habe heute den Nachmittag mit ihm verbringen dürfen. War mit meinem Bruder und seinem Schwager Patrick bei mir in der Stadt ein bisschen spazieren. Haben Pan probiert, Flammengetränk, was dir einfach in den Mund geschoben wird. Was wirklich wie ein süßer Pfefferminzbonbon mit Feuer schmeckt. Dann haben wir noch Butter Chicken gegessen, ganz klassisch. Ohne Sahne. Also ja, in Europa wird ja viel Sahne eingeschenkt, weil es ein bisschen milder ist. Aber hier kriegst du die volle Würze ab. Ich muss auch sagen, bis jetzt bin ich auch von Durchfall verschont geblieben. Kann aber auch sein, dass einfach die Bakterien, die ich als Kind gesammelt habe, während ich sowohl in Pakistan als auch in Indien als auch in Afghanistan war, mich bis jetzt davor bewahren, irgendeinen Scheiß davon zu tragen. Aber ja, klopf auf Holz. Hoffen wir, dass das so bleibt. Ich bin jetzt auf dem Rückweg, beziehungsweise fahre jetzt zu meiner Unterkunft, werde dort noch ein bisschen chillen, weil die Sonne macht einen so platt, ne? Also die Sonne ist echt, ist hardcore. Also jetzt Nachmittag, jetzt geht's langsam, aber wirklich Mittag ist das Wahnsinn. Ich will nicht wissen, wie das hier im Sommer ist, ne? Wenn dann wirklich weiß Gott, was für Temperaturen dann hier herrschen. Also wirklich absolut crazy. Und heute ist der zweite Auftritt im Nujoto. So heißt der Comedy Club. Fahre ich dann später hin. Und ihr seid natürlich hautnah mit dabei, wenn es dann heißt Comedy Runde 2. Ich habe gestern ein paar Kontakte knüpfen dürfen. Ich werde nochmal versuchen, mir ein paar weitere Auftritte hier in Delhi klarzumachen. Weil ja, ich habe jetzt die 2 Auftritte in Delhi und werde jetzt versuchen, die nächste Woche noch irgendwie ein bisschen gefüllt zu kriegen. Das wäre nicht gut. Mal schauen. So, während ich mich hier in meinem Apartment zu Tode schwitze und Nachrichten schreibe, habe ich gerade erfahren, dass ich heute sogar 2 Shows spielen darf. Nujoto ist einer der größten, was heißt größten? Also, die machen halt sehr, sehr viele Shows. Und ja, da ist heute anscheinend irgendwie ein Spot frei geworden. Das heißt, ich darf 2-mal spielen. Das wird sehr cool. Also, ich bin jetzt natürlich, spiele ich 2-mal das Gleiche? Spiele ich 2 verschiedene Sachen? Ich weiß nicht. Ich bin aufgeregt. Hihi. Aber ich finde es cool. Ich freue mich sehr. Ich gehe jetzt auch gleich in die Dusche, dann mache ich mich auch auf den Weg und werde mir dann auch mal überlegen, was ich den Leuten heute ans Herz bringen werde. Geil. Ich gehe jetzt rein. Okay, der Daumen ist also geklappt. Niemand hat die Hand gekauft von ihr. Man ist ein Logo, der Reverse Gear lagt. Einen riesengroßen Applaus bitte für Faisal. Hello guys, such a pleasure being here, such a pleasure seeing you. My name is Faisal, I'm from Germany and I came here to India. Hier thoda sa Hindi bolta hai. Main Hindi seekhna chahta hu. Whoa!
give you. Hey Leute, was geht ab? Ich bin hier gerade vom, schau mal hier, Nojoto Comedy Club. Hier habe ich gerade meine zweite Performance gehabt und es war wirklich cool, es hat Spaß gemacht. War ein sehr kleines Publikum, aber das ist sehr, sehr typisch für offene Bühnen. Also in Deutschland ist es auch nicht groß anders. Da hast du es manchmal, dass du ein sehr kleines Publikum hast. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie sehr viel Spaß hatten. Die haben sich auch sehr gefreut, dass ich ein paar Worte Hindi gesprochen habe. Es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Gleich ist dann das zweite Set. Um 10 Uhr ist noch eine Show und ja, da darf ich auch nochmal mitspielen. Diesmal darf ich ein bisschen länger spielen. Ich habe ein paar andere Nummern nochmal aufgeschrieben, die ich gerne auch nochmal spielen wollte. Deswegen freue ich mich da auch sehr drauf, aber die waren alle sehr, sehr warm. Die waren alle sehr, sehr freundlich, sehr, sehr lieb und vor allem freuen sich halt über die Challenge. Noch 28 Tage Zeit, wirkt sehr lang, ist auch nicht wenig, aber nichtsdestotrotz eine ganze Sprache, ein ganzes Stand-up auf Hindi zu machen, das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung, aber mit jedem Tag, mit dem ich hier bin, merke ich so, ich lerne ein bisschen mehr. Das ist wie in dem Film Der 13. Krieger. Ich weiß, ob ihr ihn gesehen habt, der sitzt unter so Leuten und die reden irgend so eine komische Sprache und er sitzt da jeden Tag und mit jedem Tag versteht er so ein bisschen mehr. Mit jedem Tag wird es immer ein Stückchen besser, bis er am Ende komplett versteht, was sie reden und halt auch merkt, dass sie über ihn reden und ihn beleidigen und so. Hier ist das nicht der Fall, hier sind alle Leute sehr, sehr freundlich, sehr, sehr warm, sehr, sehr nett, sehr, sehr lieb. Ich freue mich jetzt auf das zweite Set und bin gespannt, ob da Reaktionen auch so positiv sind. Mich würde es auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Ja, schaut mal, wer vorbeigekommen ist, um zu unterstützen. Immer, von überall auf der Welt. Zitat Ende, Gänsehund! Unterstützer der ersten Sekunde. Das ist ja nicht mal ein Scherz, ne? Also kurz Storytime. Als ich 2011 mich dazu entschlossen habe, Stand-up zu machen, war die erste Person, der ich damals erzählt habe, war mein Bruder. Und damals war der RTL Comedy Grand Prix. Und da stand so, Deutschland sucht den Comedy Newcomer des Jahres. Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, hey, jetzt oder gar nicht. Das ist ein Zeichen von Gott, das ist ein Zeichen des Universums. Ich sollte das tun. Da habe ich meinem Bruder gesagt, ich will das machen. Und er war da super, hat mich dabei unterstützt. Wir haben zusammen ein Werbungsvideo gemacht. Er ist mit mir gemeinsam dann nach Bremen gefahren. Das war eh crazy, dass ich damals die E-Mail vom Concert in Entertainment bekommen habe. Wir sind gemeinsam in Bremen gefahren. Danach die ersten Auftritte. Viele hat er mich begleitet, hat mich gefahren. In Trier waren wir zusammen. In Stuttgart waren wir zusammen. Er war dabei, wie ich abgeräumt habe. Er war dabei, wie ich verkackt habe. Weißt du noch, in Stuttgart? Funktioniert nicht. Und ja, also mein großer Bruder. Ich hoffe für euch alle da draußen, dass ihr das Glück habt, mit einem großen Bruder gesegnet zu sein, der euch immer unterstützt bei allem, was ihr tut. Sogar wenn ihr auf die bescheuerte Idee kommt, zu sagen, ich gehe da hin und mach Stand-up. Möchtest du noch was dazu sagen? Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Nö, all good, viel Erfolg. Ich bin immer für dich da. Wow. Sieht es ja. Sieht es ja. Gleich zweites Set. Whoops. Einen großen Applaus für den nächsten. Faisal. Hello guys, it's such a pleasure being here. Thank you for having me. My name is Faisal, I'm from Germany, and I'm here in India for the next 30 days to do stand-up. And I start with English, but the challenge is to do a stand-up completely in Hindi after 30 days. Thank you guys, it was my time. Good night. So Leute, das war das zweite Set. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, das war jetzt eher ein bisschen durchwachsen. Das war jetzt nicht ganz so gut wie die letzte Show. Könnte verschiedene Gründe haben. Natürlich als Künstler nehme ich es, als Performer nehme ich es natürlich erstmal auf meine Schulter. Ich bin dafür verantwortlich, wie Energie im Raum ist, aber es waren jetzt auch nur 8 Leute da. Soll jetzt keine Ausrede sein, ist einfach nur ehrlich meine Meinung. Und die waren auch sehr nett. Es liegt immer an einem selbst. Also ich bin da der Meinung, es gibt kein schlechtes Publikum, es gibt nur schlechte Performances. Und das war jetzt insgesamt mein dritter Auftritt hier. Und es war klar, dass das irgendwann kommt. Also ich habe jetzt nicht gebombt, also es war jetzt nicht kein Katastrophenauftritt. Es war aber schon so, dass ich sage, ganz zufrieden bin ich jetzt nicht. Also glücklich bin ich jetzt nicht unbedingt mit dem Ganzen. Ist jetzt nicht schlimm, also ich habe ein dickes Fell. Also wenn ihr euch meine Brusthaare anschaut, dann wisst ihr, was ich meine. Aber ja, an dem Set muss definitiv noch ein bisschen gefeilt werden, daran muss noch gearbeitet werden. Dafür werde ich mir jetzt durch Zeit nehmen und mir ordentlich Gedanken darüber machen, wie ich das noch besser performen kann, wie ich das Timing besser setzen kann, wie ich die Worte besser wählen kann, wie ich die Betonung besser wählen kann, wie ich die Geschichte erzähle und all das, was damit zusammenhängt. Ja, das ist die Arbeit eines Stand-Up-Comedians und kann jetzt definitiv sagen, Show ist vorbei. Ich habe meinen Job für heute erledigt. Jetzt kann ich mich ein bisschen zurücklehnen. Das Coole ist, mein Bruder ist da und auch sein Schwager, der Patrick. Und wir werden heute Abend vielleicht Deli ein bisschen unsicher machen. Ist total cool halt, dass die beiden Jungs halt auch hier sind. Da fühle ich mich nicht ganz so alleine. Werden heute den einen oder anderen Drink nehmen. Und ja, hier ist einfach ein Hund. Was geht, Hund? Boah, die Straßenhunde tun mir so leid, ne? Weil es krass ist, ey, es gibt hier Menschen, denen geht es genauso wie Straßenhunden. Das ist so krass, ne? Ich habe heute teilweise wirklich so Familien gesehen, die so in irgendeinem Ecke saßen, barfuß, weißt du? Das war echt, sowas habe ich noch nie gesehen. Hab ich noch Obdachlose gesehen, aber noch nie obdachlose Familien. Weißt du? Das ist etwas, das habe ich bis jetzt wirklich nur hier gesehen. Aber naja, darum soll es nicht gehen, Leute. Wie gesagt, die Show ist vorbei. Aber jetzt heute Abend kann man ruhig mal ein bisschen die Sau rauslassen. Over and out. Welcome to Delhi.
So, der Abend ist vorüber. Ich habe original ein Bier getrunken, war in so einem Laden, da gab es nur Bier und ich hasse eigentlich Bier, ich bin kein Bierfan. Aber war ein sehr cooler Abend mit meinem Bruder und dem Patrick. Patrick! Das hier ist geil, ist einfach ein Inder, der Patrick heißt. Das Lustigste ist, wenn seine Mutter ihn ruft. Patrick! Jedenfalls bin ich jetzt auf dem Weg wieder zu meiner Unterkunft. Der Abend war, ja, würde ich sagen, war schon erfolgreich, aber jetzt nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Zweiter Auftritt war, ulala, nicht unbedingt eine Benchmark, an der ich mich orientieren möchte. Und wisst ihr, bei mir ist das immer so, wenn ein Auftritt nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, dann fuckt mich das ein bisschen ab. Da ist dann wahrscheinlich so ein bisschen mein Ehrgeiz, der kickt. Und auch dieses Bedürfnis von mir, halt einfach immer gute Auftritte hinzulegen. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich die nächsten Tage oder die nächsten Stunden auf jeden Fall sehr viel Gedanken machen und überlegen, wie ich das beim nächsten Auftritt besser machen kann, besser performen kann. Werde analysieren, werde das Ganze hinterfragen und zusehen, dass das besser wird. Weil so geht das nicht. Das ist nicht mein Maßstab. Ich kann das besser. Und ich bin jetzt keiner, der sich jetzt dafür fertig macht. Früher habe ich mich für sowas immer echt fertig gemacht. Boah, das Licht hier ist ja der Hammer. Früher habe ich mich für sowas immer extrem fertig gemacht. War dann immer stundenlang auch so total traurig und wütend und habe dann erstmal ein bisschen gebraucht, um wieder klarzukommen. Mittlerweile nach 14 Jahren Stand-Up hat man ein gewisses Fell sich angeeignet und ist ja fast schon ein bisschen schusssicher. Nichtsdestotrotz, so dass das innere Bedürfnis danach, einfach gute Auftritte hinzulegen, ist und bleibt einfach, ja, so bin ich halt einfach. Einfach gerne jemand, der abliefert. Ich mag das nicht. Und ich muss sagen, es ist jetzt gar nicht so, dass mir im ersten Moment so viel auffällt, ne? Also ich muss da wirklich genau in mich gehen. Und am Ende kann auch sein, dass ich mir denke, so, hey, du warst gut. Das Publikum war nicht so heiß. Das kann auch sein. Aber ja, wie gesagt, ich bin da jetzt keiner, der irgendwie sich groß abfuckt. Also nicht mehr. Wie gesagt, früher war das anders. So, und wie ihr seht, die letzten Sowskis, die jetzt hier eingesammelt werden. Ich gehe jetzt nach Hause, chill noch eine Runde, geh schön kacken, werde den Abend entspannt ausklingen lassen alleine. Freue mich drauf, euch morgen wieder mitzunehmen. Und ja, erstmal habe ich jetzt keine Auftritte. Also das wird jetzt etwas sein, worauf ich mich fokussieren möchte. Ist halt irgendwie Auftritte klar zu machen und die Zeit im Delhi noch so gut wie möglich zu nutzen. Das ist mir jetzt sehr, sehr wichtig. Good night, bitches. Die Deutschen sollten wirklich stolz auf Deutschland sein. Glaub mir, wäre ich in Deutschland, würde ich die AfD beitreten. Aus Stolz. In Proudness. AfD. In Proudness.